Beim letzten Mal haben wir noch gerade so die Sommerpause überstanden in Wozzeka. Heute dann wohl die Winterpause in dem Special. Cool, dich zu treffen. Und ja, Tag der Deutschen Einheit bedeutet in Wozzeka vermutlich auch Tag der Reifenfreiheit. Denn wenn wir uns das hier so ansehen, dieses Schnee- und Eisgebiet, da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir mit unseren Reifen hier irgendwie vorankommen würden. Ich nehme an, Schlittenfahren, Skifahren, eher so etwas. Ist es auch sicher, auf dem Eis zu fahren? Woher soll ich das wissen? Ich bin eine Bärin. Du bist eine Bärin? Was hat denn das damit zu tun, ob sie eine Bärin ist oder ein Bär? Naja, okay, wir haben hier viele, viele Schneemänner, süße kleine Hoppelhäschen und irgendwelche Skihütten. Da war ein Bild und ich habe es runtergehauen. Okay, wir machen uns einfach mal direkt hier auf. Ja, genau. Schön herumsliden und ich sehe da auch schon die erste Karte. Ach, wie habe ich das vermisst? Das ist ja schon wieder ein Weilchen her, dass ich hier eigentlich Wozzeka aufgenommen habe. Und ich muss sagen, ja, das mit den Karten sammeln ist schon hier auch wirklich ein großer Spaßfaktor gewesen, um die Level zu erkunden. Und ja, natürlich kam jetzt die ganzen Tage, seit mehreren Wochen, jeden Tag ein Video raus. Aber es war ja schon ein bisschen was voraufgenommen. Okay, die Karte haben wir und nun also an die Bestzeit. Also leider ist natürlich auch der Treibstoff des Jackpots sehr begrenzt. Deswegen immer schön darauf achten, dass man möglichst weite Sprünge hinbekommt und dann eben auch natürlich hier am Ende gut reinschlittert. Mit mehr Glück als Verstand habe ich das auch noch hinbekommen. Okay, mitten auf dem Eis gibt es scheinbar auch noch ein Level. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Natürlich mal wieder Eisangeln schön weit ausholen und dann holen wir uns erst einmal die Karte. Okay, ziehen, ziehen, ziehen. Bringt irgendwie gar nicht so viel. Man muss wohl nach links und rechts immer wieder dabei auch rum. Okay, dann holen wir uns erstmal die Karte damit. Finde ich irgendwie nicht ganz so intuitiv wie die anderen Angellevel. Aber vielleicht entgeht mir auch gerade irgendwas. Ist da eigentlich ein kleiner Pinguin drin oder so? Nein, immerhin. Aber die Karte haben wir. Ich habe das Gefühl, dass das Ranziehen diesmal gar nicht so viel gebracht hat. Irgendwie bleibt er auch stecken. Also in diesem Level ist das ein bisschen anders als sonst mit diesen Angel-Leveln, weil man die Leertaste nur einmal am Anfang drücken muss, damit K hier überhaupt die Beute heranziehen kann an die Angel. Danach geht es nur darum, die linke und rechte Taste überhaupt zu drücken, damit er irgendwie den Weg nach vorne schafft. Sehr kontraintuitiv, besonders weil man es von den anderen Leveln anders gewohnt ist. Naja, okay. Wir haben hier jetzt etwas geschafft. Und dann kommen wir zu einem neuen Level. Eis, Eis, Laggy. Dün, 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 dün. Okay. Albernheiten.
damit haben wir uns hier natürlich nicht auseinanderzusetzen, sondern Schneemänner. Und wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Habe ich noch nicht verpasst, ja? Sehr schön. Vermutlich irgendwo da oben. Ja, kleine Hoppelhäschen müssen hier mal weg. Oder ist die Karte diesmal unter irgendeinem kleinen Schneehaufen versteckt? Wäre auch noch möglich. Oder da oben. Ja, klar, da oben. Aber wie komme ich da oben hin? Das ist die Frage. Hier ist irgendwie noch ein Weg drumrum. Ich denke, hier wird sich noch ein Sprungfeld verbergen. Aber nein, stimmt gar nicht. Okay, käme ich so vielleicht daran, wenn ich genügend Treibstoff habe? Ich probiere es mal. Ja, so wird's gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na gut, dann also noch zum Ziel. Hoffentlich falle ich jetzt nicht irgendwie ganz doof, aber das sieht gut aus. Ich würde denken, dass man auf beide Weisen, also sowohl außenrum oder eben auch mit dem Weg, den wir genommen haben für die Karte, prinzipiell hier Gold hinbekäme. Die Frage ist trotzdem, wie gut man dafür mit dem Jetpack wieder umgehen muss. Aber wir schauen einfach mal. Ich probiere diesmal den langen Weg. Das wird eine schöne Timing-Geschichte, glaube ich. Vielleicht bekommt man hier auch nochmal ein schönes Tempo-Bonus. Ja, sieht gar nicht übel aus. Auch wenn mir der Spagat am Ende wehtut, haben wir hier die Goldkrone geschafft. Okay, zwei verschiedene Wege. Und ich sehe ein Spielerlevel. Oh, was soll's. Wir machen das jetzt mal. Goo Goo Gaga ist wieder da. Okay. Ja, super. Och Mensch, Goo Goo Gaga, da war ich von dir aber Besseres gewöhnt. Das muss ich ja auch ganz klar mal sagen. Wir versuchen es natürlich trotzdem. Vielleicht ist die Zeit ja nicht so wild. Wunderbar, im ersten Anlauf, wir machen direkt weiter. Schön, das nächste Level wartet auch schon. No need for snow tires. Die haben wir hier eh nicht und ein wunderschönes Eisschloss ist schon da. Und da natürlich in der Mitte die Karte. Tja, wie kommen wir denn von hier da ran? So schon mal nicht, das habe ich leider vermasselt. Obwohl wir wunderschön eigentlich darauf zugesteuert sind, da war der Absprung mit dem Jetpack wohl nicht ideal. So vielleicht. Nein, die Wolke lässt mich wieder nicht durch. Na mal gucken, wie viele Male ich das hier probieren muss, bis das einmal klappt. Aber immerhin, die Position der Karte ist schon mal total klar. Das war Mucks. Ah, vielleicht muss man eben auch mit einem gewissen Tempo da rein. Ich versuche nochmal ein bisschen mehr Tempo zu generieren. Deswegen gehe ich nochmal weiter zurück. Und dann machen wir das so rum. Jawohl, so bekommt man die Karte. Das ist also auch schon gut gelaufen. Dann bin ich gespannt, wie schnell wir nachher die Goldkrone erhalten. Oder ob ich hier nochmal runterfalle. Wo ist denn hier wieder die Ziellinie? Oh mein Gott. Das könnte doch noch ein bisschen schwieriger werden, als ich gedacht habe. Ich habe mich zu sehr
auf die Karte eben versteift. Ja, gut. Uiuiuiuiuiui. Ganz schöne Schlitterpartie. Mann, 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 Mann. Okay, rauf da. Schön. Dann da hoch, bitte. Jawohl. Endlich hat das auch geklappt. Ich glaube, hier kann ich wenigstens nicht mehr fallen. Leider habe ich die Bestzeit bei meinem zweiten Versuch um 4 Sekunden nicht bekommen. Und ich glaube, man darf hier am Anfang gar nicht springen, sondern sollte eher schauen, dass man hier einfach auf dem Boden bleibt, weil das schon nochmal Zeit frisst. Und natürlich darf man nicht zu sehr wegdriften. Damit ist ja auch die Strecke, die man zurückzulegen hat, einfach noch ein Ticken länger als notwendig. Aber das sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin relativ zufrieden mit dem Versuch bisher. Vielleicht sind das schon die Sekunden, die gefehlt haben. Hier auch überspringen und einfach direkt drauf losrennen. Ja, man darf die Sprungbretter nicht nutzen. Dann sind wir hier wohl bald auch schon wieder fertig, weil ich sehe nur noch 2 Level. Ja, aber hier haben wir dann wieder Probleme, die Karte zu finden. Wobei, nein, ich sehe die diesmal direkt. Bei dem einen Ski-Level war das leider nicht ganz so einfach. Aber diesmal sieht man sie direkt. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber bekommen tue ich sie natürlich trotzdem nicht. Das ist ja eh klar. Ach so, ich kann auch hier wieder Anlauf nehmen mit der Leertaste. Das ist semi-intuitiv. Aber okay, räumen wir mal ein paar Bäume weg und holen uns die Karte nochmal. Ja, ist vielleicht gar nicht schlecht gewesen, diese Bäume damit wegzuräumen. Damit bekommt man eine halbwegs gerade Strecke hin und fällt hoffentlich nicht runter. Oh, ja. Da darf man sich nicht von verleiten lassen. Schön, lieber doch nochmal abbremsen. Wir wollen erstmal die Karte. Danach können wir uns um meine Bestzeit kümmern. Aber so nicht. Oh mein Gott. Okay, wir nehmen mal diese Rampe. Auch wenn ich noch nicht wirklich überzeugt bin. Ja, okay. Nein. Nicht runterfallen. Aber das wird interessant, die Goldkrone hier zu bekommen, glaube ich. Okay, sofort Anlauf nehmen diesmal. Dann schauen wir mal, ob wir da durchgeheizt kommen, ohne zu viele Bäume mitzunehmen. Ja, doch. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus im Verhältnis. Das habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt bei meinen Skikünsten hier. Und dann wieder darauf. Okay, dann da durch und okay, wir fahren einfach. So schnell geht das mit der Goldkrone. Wunderbar. Na dann bleibt uns nur noch ein weiteres Spielerlevel für heute übrig, wie es scheint. Von Jazz. Oh nein, ich ahne Schreckliches und deswegen werde ich erst einmal mir das Level genauer ansehen.
Ich kann hier eh noch nicht sagen, wie genau man rüberkommt. Ich denke, hier muss man eigentlich eine Abkürzung nehmen. Genau. Hier hätte man gar nicht durch müssen. Dann da rein. Und hier dann bitte. Okay, das wird spannend. Das war naheliegend, aber hat auch Spaß gemacht. Also generell dieses Eisgebiet, das ist schon sehr schön gewesen. Nochmal ein kurzer Check, ob wir auch wirklich alles gefunden haben. Hier lag ja auch das Büchlein direkt am Anfang rum. Wir gucken uns das einmal an. Generell fehlt uns eh nicht mehr viel. Ja, super, 100%. Perfekt gemacht, sehr schön. Und generell eben nur noch 5 Karten, bis wir mit Wotzeka, zumindest im ursprünglichen Sinne, mit den 100% dann durch sind. Aber da müssen wir noch eine Weile warten, weil uns ja eben auch noch die Episoden fehlen. Diese Specials werden ja jetzt immer eins nur pro Woche überhaupt aktiviert, veröffentlicht, wie auch immer man das nennen will. Was wäre denn das nächste? Eine gute Frage. Ich kann das bei dem Vorschaubild nur sehr schwer erkennen. Dann wird es wohl irgendwann sehr, sehr schnell und flippig. Und am Ende wartet die Halloween-Jagd auf uns. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und nun wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Feiertag. Macht es gut.